Hallöchen und herzlich willkommen zurück, liebe Pokémon-Freunde, zu einem weiteren Top Art 13 Video. Und zwar zu Top Art 13 aller Starter-Pokémon in Basisform. Und ja, das Video ist ein bisschen geklaut, diese Video-Idee, sage ich mal, beziehungsweise ist eigentlich nichts Neues. Aber ich habe mir vor ein paar Tagen Lennificates Video dazu angeschaut, wie er die Starter-Pokémon alle bewertet hat in Basisform. Und ein paar seiner Meinungen fand ich sehr, sehr weird, sehr, sehr interessant. Also, ich finde es generell, es gibt fast, glaube ich, nichts Diskutableres in der Pokémon-Welt als die Auswahl der Anfangs-Starter-Pokémon. Ich sehe gerade, die sind... Oh Mann, die sind alle wieder durcheinander. Nein! Ich habe die gerade so schön sortiert. Ah! So, jetzt habe ich es hingekriegt. Hey, ich hoffe, der Schnitt löst dieses kleine Problem. Ja, und ihr seht, ich habe ganz oben absolut King reingeschrieben. Da kommen die Pokémon hin, die quasi einfach, die meine persönlichen Favoriten sind, die auch wahrscheinlich nie geschlagen werden können oder sehr, sehr schwierig. Was heißt geschlagen? Sowieso nicht, aber es werden auf jeden Fall nur wenige Pokémon da oben hinkommen. Dann würde ich sagen, ist der Rest quasi in Awesome drin, also die ganz guten, die ich richtig cool finde, die ich auch sehr gerne spiele, die aber einfach nicht diesen großen emotionalen Verbindungsfaktor haben, wie eben die Kings. Dann kommen gute Starter-Pokémon, wo ich sage, die sind absolut solide und ich kann voll verstehen, wenn Leute es nice finden, die zu spielen oder die ich einfach selber auch irgendwie interessant finde, aber nie irgendwie für mich gewonnen haben konnte, kann man das so sagen. Dann kommt Mäh und da kommen die Pokémon hin, die ich nicht so gut finde, die ein bisschen schwächer sind und nicht so, wo ich einfach nicht so den Bezug habe. Und ganz unten kommen die Bad hin, also die schlechtesten, die Starter, die ich sage, die einfach nicht hätten sein müssen oder die irgendwie, naja, einfach, die ich einfach nicht leiden kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne, wonach bewerte ich das Ganze? Also ich bewerte das Ganze hauptsächlich nach Aussehen, beziehungsweise nach der Idee des Designs und wie sich die Pokémon auch entwickelt haben oder entwickeln. Welche Typen die quasi dazu bekommen oder bereits innehaben, was die Identität des Designs quasi aussagt. Genau, und einfach wie mir das Gesamtkonzept der Pokémon gefällt. Die Statuswerte werde ich jetzt nicht wirklich behandeln, weil die meisten Statuswerte der Pokémon sind mir nicht so hundertprozentig bewusst. Ich werde aber auch meine persönliche Erfahrung einfließen lassen. Ich habe fast jedes Starter-Pokémon bereits mal benutzt, beziehungsweise stimmt eigentlich gar nicht, eher so zwei Drittel. Also viele habe ich schon mal gespielt, manche noch gar nicht, aber ich kann mir grob vorstellen, in welche Richtung das hingeht, rein vom Spielgefühl her. Also so viel Erfahrung habe ich, glaube ich, in Pokémon schon gesammelt. Und ja, natürlich kann ich die Gen 9 Starter auch nur nach dem bewerten, was wir aktuell haben. Das ist in erster Linie ihr Design und ihr Typ und das war's auch schon. Wir haben noch keine Statuswerte, keine Entwicklungen, noch gar nichts. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme am 28. September, also zum Zeitpunkt dieses Streams, ist noch nicht viel über die Starter bekannt. Ja, aber ich würde sagen, legen wir doch gleich mal los und wir fangen natürlich bei der ersten Generation an mit Bisasam. Und ihr wisst ja, ich habe in ersten Generation 4 angefangen zu spielen, was ja mittlerweile unter der Hälfte ist. Also ich gehöre offiziell zu den Veteranen, ne? Sobald Gen 9 released ist, bin ich quasi einer von denen, die in der ersten Hälfte der Pokémon-Ära gespielt haben. Und das hört sich schon ziemlich crazy an, wenn man das so bezeichnet, weil lange war ich quasi erst in der zweiten Hälfte, der dazugekommen ist. Aber naja, Bisasam ist quasi nicht meine erste Wahl gewesen, ever. Aber ich würde sagen, dass Bisasam so ziemlich immer meine erste Wahl der ersten Generation sein wird. Denn ich habe bereits ein Bisasam gespielt, ne? Flecky habe ich es genannt. Und das ist einfach ein abnormal geiles Pokémon. Es ist Pflanze-Gift bereits von Anfang an, auch wenn der Gifttyp da nicht wirklich relevant ist. Es gibt einem nur ein paar mehr Resistenzen, das finde ich ganz nice. Bisasam und die Entwicklungslinie ist sehr, sehr tanky für Pflanzen-Pokémon. Ich finde die übel cool, aber gleichzeitig können die auch gut austeilen und allzu langsam sind sie auch nicht. Also die haben schon gute Allround-Base-Werte und man kann die ja sowohl offensiv als auch defensiv spielen, also sowohl zum Nerven als auch eben einfach pures Haut drauf. Und ja, Mega Bisa-Floor, absolut insane. Also ich finde die Bisa-Reihe absolut genial. Bisa-Knost fand ich zwar vom Aussehen her immer ganz cool, aber es war so von den Werten her nie so, oder beziehungsweise eher von den Attacken, war das nie so besonders.
Aber die Werte, also ich weiß nicht, ich finde Bisesamen richtig cool und ich würde fast schon sagen, dass es ein absolut King sein sollte. Ne? Ich folge auch Bulbasaur Propaganda auf Insta, also es ist immer wieder erstaunlich. Bisesamen ist auch eines der beliebtesten Starter-Pokémon in der Neuzeit, also in der modernen Zeit, würde ich sagen. Früher ja so gar nicht, ne? Stand ja immer im Schatten von den anderen beiden. Aber ich glaube einfach diese Underdog-Feeling, dass Bisesamen halt immer so vergessen war, aber gleichzeitig so komplett illegal broken eigentlich war, weil die ersten zwei Arenen mit Gestein und Wasser halt absolute Schwäche gegen Bisesamen haben. Also ich finde ich schon krass, ne? Klar, das macht es ein bisschen einfacher und könnte auch Mainstream sein. Vielleicht ist es auch so. Aber ich feiere Bisesamen des Todes und ich würde sagen, Bisesamen auch im Anime, ne? Absoluter Boss. Also, ich finde, Bisesamen ist in allen, von hinten bis vorne, einfach nur King. Und ich selber habe auch schon Genuss erlebt. Und ich finde das Design so genial. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich nicht in der vierten Gen angefangen hätte, sondern mit Bisesamen, ich glaube, das wäre mein All-Time-Favorite-Pokémon bis heute. Aber ist es nicht, ne? Weil eins der späteren Pokémon das halt nun mal ist. Ja, kommen wir zu Glumanda. Glumanda, absolut genial. Es ist eine Feuerechse, die zu einem Pseudo-Drachen wird und hat auch sehr, sehr coole Werte. Also ist relativ offensiv, ne? Sowohl physisch als auch speziell. Es ist okayisch schnell. Also im Playthrough ist es auf jeden Fall schnell. So competitive gesehen, eigentlich lange Zeit nie der Rede wert gewesen, bis dann die Mega-Entwicklungen kamen. Ne? Ich meine, bei Bisasam war es ähnlich, wobei Bisaflor, glaube ich, vor den Mega-Entwicklungen auch schon Plays gesehen hat. Und aber Glurak nicht so wirklich. Aber dann kamen die Mega-Entwicklungen. Holy Damn Macaroni, ja, also Mega Glurak X als Drache und Mega Glurak Y als Flug, aber mit einer Dürre als Fähigkeit, wodurch es den Feueraspekt verstärkt. Es ist so insane, wie das in zwei verschiedene Richtungen geht. Sowohl das spezielle Feuer als auch das physische Drachen-Pokémon. Ich finde es einfach genial. Glumanda, Glutexte, Glurak, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklungslinie. Ich kann absolut nachvollziehen, warum die Leute es feiern. Und ich selber finde es auch ziemlich cool. Ich habe es lange so ein bisschen so, ja, typischer Feuerstarter, bla bla, Mainstream. Aber ich muss sagen, es ist halt einfach eines der genialsten Pokémon und Starter ever designed. Das muss man einfach appreciaten. Ich würde sagen, ich würde es auf Absolute King setzen. Aber ich habe nie so die Bindung dazu gehabt. Ich habe es auch selber nur ab und zu mal gespielt. Also nie wirklich zu dem Glurak auch. Und ich habe dann nicht so die krasse emotionale Bindung. Auch noch in keiner Challenge gespielt. Aber es ist definitiv mindestens awesome. Also ich glaube, niemand würde sagen, dass Glumanda ein schlechter Starter ist. Also ja, von der Idee vielleicht her, weil es eben doch nicht zu einem Drachen wurde oder weil die Coverage von dem Mon nicht so gut ist. Aber Real Talk, einen Feuerstarter nehmen und dann Coverage erwarten, ist schon auch sehr wild. Also da muss man schon in der neueren Gen geboren sein. In der älteren Gen gab es sowas nicht. Da hast du Feuer genommen und dann hast du Feuer gehabt. As simple as that. Weil Feuer ist ein relativ seltener Typ. Also Wasser und Pflanze kommen ja doch in der Region meistens häufiger vor und Feuer ja nicht so häufig. Von daher ist ein Feuerstarter schon was Besonderes gewesen, weil der einen guten Typen ins Team gebracht hat. Auf jeden Fall Glumanda, absolut awesome, kann man nichts gegen sagen. So, dann kommen wir zu Shiggy. Ich habe Shiggy ja immer so zwiegespalten gesehen, ja. Shiggy ist super cool, auch im Anime. Ich fand nur seine Entwicklungen jetzt nie so ultra krass. Also klar, Turtok mit den Kanonen. Klassiker. Ich muss sagen, es ist aber ein würdiger Konkurrent zu Glumanda und Bisasam. Es steht irgendwo zwischen den beiden, von der allgemeinen Coolness her. In meiner subjektiven Wahrnehmung muss ich sagen, ist Shiggy so ein bisschen untergegangen. Ja, Turtok immer wieder sehr viable gewesen, vor allem auch jetzt mit der Mega-Wing. Und ich habe gehört, in der 8. Gen auch Hausbruch und so einer Scheiße. Also absolut crazy. Mega-Turtok mit Hausbruch. Also, das ist echt gepowercreept anscheinend. Ich muss sagen, Shillog. Ich fand es immer sehr süß, war schon ein richtiger Boss im Anime. Finde nur schade, dass das der einzige von den beiden ist, der keinen zweiten Typ hat, also selbst als Turtok nicht. Da hätte man locker den Stahltypen hinzufügen können, auch damals schon. Ich meine, den Stahltypen gab es damals nicht, aber den hätte man ja nachträglich hinzufügen können ab Gen 2. Verstehe ich nicht, warum man das nicht gemacht hat. Finde ich ein bisschen schade, aber ich persönlich muss sagen, es ist ein awesome Pokémon. Kann man nichts anderes sagen. Also gut wäre, glaube ich, ja, wobei. Na gut, ist eigentlich schon genau das. Ja, aber gut ist eher so mittelmäßig, ne? Ich finde, nee, das ist kein mittelmäßiges Pokémon. Also Shiggy ist schon, obwohl es ein Monotype ist, eines der coolsten Pokémon. Es ist auch sehr tanky und sehr speziell.
Ja, ich finde, kann sich absolut messen mit denen. Ich werde auch die Pokémon innerhalb des Tiers bewerten. Also ich muss sagen, dass ich Glumanda noch ein bisschen cooler finde als Shigi. Aber die beiden geben sich nicht viel bei mir. Also ich glaube, zwischen den beiden wird nicht viel kommen. So, dann haben wir Endivie. Ja, Endivie tut mir direkt leid. Es ist ein süßes Pokémon, hat im Anime auch sehr, sehr schöne und sehr, sehr lustige Momente erzeugt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Endivie habe ich nie wirklich gefühlt. Ich habe es auch gespielt und es war ein gutes Pflanzen-Pokémon, es war solide. Aber ich glaube, es gibt einfach bessere Optionen. Vor allem auch schon in der zweiten Gen, ne? So Myrapla oder so. Einfach besser. Ja, ich muss Endivie leider auf Mäh setzen. Mindestens auf Mäh, wenn nicht sogar auf Bad. Weil das Problem bei Endivie ist auch, dass sich die Weiterentwicklungen, also die sehen optisch okay aus, aber die haben nie wirklich irgendwie. Die sind hier wirklich was krass Herausstechendes gewesen und haben auch bis heute keinen Zweityp bekommen. Generell ein Problem der zweiten Generation, muss ich mal auch ehrlich an der Stelle sagen, dass einfach kein Zweityp am Start war. Und ich finde diese Starter generell auch ein bisschen schwächer als die von Kanto. Einfach weil die zweite Gen für mich, ne, das ist jetzt einfach nur das, was ich wahrnehme, gefühlt wie ein Spin-off oder wie eine Art DLC für die erste Gen sein. So einfach nur ein kleines Erweiterungspaket. Ne? Es gab ein paar mehr Pokémon. Das waren aber viele, die sich auch nicht wirklich entwickelt haben oder die sehr, sehr alleine standen. Viele Pokémon haben. Die waren einfach nur da. Die haben einfach, wurden, es wurde basically nur reingeklatscht. Erst ab der dritten Gen nahm es so richtig in Fahrt, dass man wirklich sagt: Okay, wir machen ganze Regionen, ganze Pokémon. Auch mit Entwicklungslinien, sehr, sehr durchdachte Konzepte. Und es gab es in der zweiten Gen aber leider nicht so. Man muss sagen, klar, das war alles ein bisschen älter. Aber die erste Gen hat es ja auch geschafft. Also ich verstehe nicht, warum man nicht da schon gleich gesagt hat, okay, zweite Gen kann man ja ruhig ein bisschen mehr durchdachtere Konzepte machen. Ich glaube, der Gedanke war ja, ne, um jetzt mal kurz über zweite Gen zu reden, dass sie nach der zweiten Gen aufhören wollten. Aber dann haben sie gemerkt, dass es richtig reinboomt. Also dafür muss man der Gen zweiten Gen auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen, dass eben der Boom dafür gesorgt hat, dass Pokémon bis heute noch existiert und so unfassbar groß geworden ist. Aber zurück zu Endivie. Einfach nicht so das beste Design. Die Statuswerte sind auch relativ durchwachsen, also eher defensiver Natur, aber hat nicht wirklich ein gutes Moveset, meiner Meinung nach. Bestimmt in so Doppel-Dreifachkämpfen, whatever, usbar, aber so in normalen Singlekämpfen ist Megane einfach, weiß ich nicht, weak. Und leider auch nie die Mega-Evolution bekommen. Also ich glaube, wenn die Mega-Evolution bekommen, Megane mit dem Drachentypen oder mit dem Feentypen, ja, absolut insane. Aber ist leider nie dazu gekommen. Deswegen muss ich sagen, Endivier eher ein mäßiger Starter. Ja, dann kommen wir zu Feurigel. Und da muss ich sagen, Feurigel ja jetzt in Legends of Arceus natürlich wieder einen Push bekommen durch die Hisuian Typhlosion-Form. Also absolut crazy, ne? Mit Psychic, nee, mit Ghost-Type, genau. Passt meiner Meinung nach perfekt zu dem Tanuktu, weil ich hatte damals im Pokémon-Kartenspiel ein Psycho-Feuerregler. Also es war so eine Delta-Form, glaube ich, oder wie das hieß. Und ich dachte mir immer so, ja, Psycho, nett, aber irgendwie ist es mehr so wie ein Geist hervorgetreten. Also klar, die Artworks nicht, aber für mich war das immer wie so Geist. Ne? Der Psychotyp im TCG ist ja Geist auch. Und ja, ich finde es geil, dass Feuerregel einfach eine Geistformentwicklung bekommen hat und ich finde die auch ziemlich baba. Ja, Feuerregel war aber auch schon in der zweiten Gen, wo ich Heart Gold, Soul Silver, das war vierte Gen, ich weiß, aber in Dings Johto, wo ich Feuerregel genommen habe, absolut geiles Pokémon. Es konnte auch nicht so viel, also die Coverage war schon durchwachsen und die Statuswerte auch, aber es hat sich so früh entwickelt schon zu Igelava und dann irgendwann zu Tornuptu und es war absoluter Banger. Also holy shit, wenn das einmal reingeklotzt hat in der Feuerattacke. Das hat alles verbrannt. Also es war legit die Inkarnation von Feuer itself in Form eines richtig süßen Igels oder was auch immer Tornuptu später darstellen soll. Leider sind die Artworks oder beziehungsweise die Sprites in den späteren Sens ein bisschen wack geworden von Tornuptu. Aber ja, ich liebe Feurigel. Es ist ein insane gutes Starter-Pokémon und für mich auch immer noch absolut King. Ich habe so viel schon erlebt mit dem Pokémon. Ich habe auch in meiner Kindheit mir immer vorgestellt, ein Feurigel zu haben, genauso wie eben gewisse andere Starter-Pokémon. Und Feurigel war immer in eins meiner most top 10 Teams dabei. Und deswegen, ich liebe Feurigel und die ganze Entwicklungslinie. Es ist einfach nur, es ist wirklich pure Liebe. Es ist nicht mal, weil mich irgendwie die Statuswerte oder sonst was überzeugt haben. Es ist einfach nur die Liebe zu diesem Pokémon. Absolut subjektive Meinung. Und ja, Feurigel ist einfach geil. Dann haben wir Kanimani. In Anime absoluter. Ja, wie sagt man, ne, Lacherzeuger, hier, wie heißt es, Running Gag? Nee,
Besten ist, wenn jemand Comic Relief, genau, Comedy Relief, so rum. Das Comedy Relief. Ich muss sagen, ich mag Kanimani sehr, diese verspielte, verschrobene Art, auch diese kräftigen Wassertacken, die es rausballert und wenn es Leute zubeißt. Also es ist wirklich vom Konzept her eines der coolsten Wasser-Pokémon, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe und wahrscheinlich auch demnächst nicht mehr sehen werde. Einzige Schade ist, dass es bei Tyrakok und Impagato ziemlich runtergeht. Also ich finde, als Impagato ist es immer noch cool. Es hat eine sehr, sehr gute Coverage, ne, auf Kampf- und Eisattacken. Aber es hat auch, wie eben Feuerregel und Endivier, wobei Feuerregel ja nur so semi eben nicht, den Zweityp bekommen. Und das finde ich schade, weil man hätte da easy den Eistypen hinzufügen können oder vielleicht auch den Kampftypen, vielleicht auch Boden. Aber ja, hat es leider nie bekommen. Finde ich sehr, sehr schade. Das wird dem Pokémon auf jeden Fall nicht gerecht. Mega-Entwicklung kam auch nicht. Was ich bis heute abnormal schade finde, dass die Zeldishin keine Mega-Entwicklung bekommen hat. Ich liebe aber Kanimani. Es ist ein absolut gutes Starter-Pokémon. Es ist auch immer von einem meiner Freunde, Andi, Grüße gehen raus, auch immer das Starter-Pokémon gewesen der Johto-Region. Und es ist absolut nice. Also, es ist für mich auch immer ein Rivalen-Pokémon gewesen. Ich habe das nie bei mir selbst gesehen, immer nur bei Rivalen und Freunden. Und ich finde, wenn man das Pokémon nimmt, dann machst du auch nichts falsch. Es steht auf ähnlicher Stufe mit Feuerregel. Da muss einfach eine subjektive Meinung dazwischen sein, weil bei anderen würde das vielleicht dann auch so aussehen. Ne? Aber bei mir sieht es halt so aus. Ja, so viel dazu. Kommen wir schon zur dritten Generation. Und ja, die habe ich auch lange Zeit gar nicht gespielt. Ne? Ähnlich wie die erste. Die erste habe ich, glaube ich, bis heute auch nicht so oft gespielt. Dritte Gen, ne, mit Oras auf jeden Fall. Aber ich hatte auch schon Rubinstand. Und ich habe mich da so gut wie immer eigentlich für Gekkabor entschieden. Gekkabor, ein richtig cooles Pflanzen-Pokémon. Zweibeiner ist auch mal was, wenn man als Kind Pokémon nachspielt. Auch cool, weil man da Zweibeiner halt nun mal einfacher spielen kann als Vierbeiner. Und ja, ich fand die Entwicklungsreihe mit Reptile und Gewaldo schon immer sehr, sehr cool, sehr, sehr ansprechend. Richtig epische Pflanzen-Pokémon. Und nicht wie die beiden, die ja so ein bisschen eher in der Mainstream-Community so ein bisschen im Schatten standen, war Gewaldo eins, das wirklich herausstach und was wirklich geil war. Vor allem Reptile auch im Pokémon Mystery Dungeon einfach absolut, absoluter Baba-Boss, Junge. Ja, also wirklich. Es ist so crazy, was ein Ehrenmann der war. Also, wer die Spiele gespielt oder gesehen hat oder mein Let's Play gesehen hat, ne? Geil. Ich liebe Gekkabor. Es ist ein super cooles Pokémon. Ist auf jeden Fall sehr, sehr awesome. Und ich glaube, ich würde es sogar über diese beiden hier stellen. Ich glaube, ich kann Gekkabor aber nicht in King reinnehmen, weil ich dafür einfach zu wenig Bezug habe. Also, so wenig eigenen Bezug. Ich habe das Pokémon nicht so häufig gespielt, ne? Nur in basically zwei Runs: einmal Oras und einmal Rubin damals. Also Alpha Sevilla und Rubin, ne? Die beiden Spiele meinte ich jetzt natürlich. Und vielleicht werde ich die Spiele auch irgendwann let's playen, ne? Das hatte ich auch vor, aber es kommt bald Gen 9, also brauche ich jetzt auch noch nicht anfangen damit, Alpha Sevilla und Omega Rubin zu let's playen. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und vielleicht nehme ich da auch Gekkabor, vielleicht aber auch eines der anderen Starter-Pokémon. Da haben wir nämlich Flamly, auch ein sehr, sehr süßes Feuer-Pokémon, das sich dann zu einem richtig epischen Feuer-Kampf-Pokémon entwickelt. Das erste seiner Art. Ne? Wir haben ja hier Feuerflug gehabt, dann hatten wir nichts, also nur Feuer, und da haben wir dann Feuerkampf. Und holy damn! Also Logik ist schon ein richtiger Banger, muss man sagen. Und auch die Mega-Entwicklung absolut insane. Ne? Zu Gekkabor's Mega-Entwicklung haben wir auch noch nicht geredet, dass in Oras ja auch eine Mega-Entwicklung dazu kommt. Mein Licht ist ausgegangen, ja moin. Ja, Mega-Gewaldo, absolut geil mit Drachentyp, aber ja, ist einfach geil. Ja, Mega Logok auch absolut insanes Pokémon, komplett broken wegen der Temposchubfähigkeit. Ich glaube, Mega Logok ist auf jeden Fall ein Pokémon, das man nicht verachten kann. Ich finde Flamly, so gesehen, sehr, sehr gut. Also, wenn man Flamly spielt, da macht man nichts verkehrt. Ich selber hatte jetzt nie so die große Bindung dazu. Ich würde es vielleicht sogar auf eine Stufe mit Shiggy stellen. Ja. Ich glaube, die Mega-Entwicklung hat leider sehr, sehr viel Support auf diese Pokémon hier gegeben. Ohne die Mega-Entwicklung hätte ich wahrscheinlich Logok ja immer noch über Impagato gesetzt, aber eher nur auf der Gut-Skala, Spalte hier. Ja. Aber Flamly ist ein geiles Pokémon. Und dann kommen wir zu Hydrobi, dem Lieblings-Pokémon von Niklas und auch meinem Lieblingspartner in Pokémon Mystery Dungeon. Ne? Ich habe fast nur Hydrobi als Partner bekommen, beziehungsweise ausgewählt. Und ich liebe Hydrobi. Für mich ist Hydro mein Partner im Pokémon Mystery Dungeon. Das ist ein
mein bester Freund in diesem Spiel und es ist so insane und ich liebe Hydropia auch nicht nur deswegen, sondern auch weil es als Wasserboden-Pokémon und mit dem besten Status werden bis zur sechsten Generation eines der heftigsten Pokémon überhaupt war oder Starter-Pokémon überhaupt war. Es hat so viel Damage-Output, aber auch gleichzeitig diese leichte Coverage bzw. Utility mit den Tarnsteinen und den ganzen Schmuh und die Mega-Wirkung klonkt übel rein. Die war am Anfang ja auch so ein bisschen weird anzusehen. Mittlerweile muss ich sagen, ich finde, das ist ein richtig cooles Pokémon geworden. Und Hydropi, absoluter Banger. Für mich auch eigentlich King. Ja, es ist King. Ich kann es nicht denyen. Es steht deutlich über Gekabor. Auch wenn ich es, das ist das Ironische dabei, ich habe Hydropi wahrscheinlich nur einmal selber gespielt. Das war auch in einem Rubinstand von einem Kumpel damals. Und ich habe ihm gesagt, Alter, nimm Hydropi. Es ist illegal broken. Wenn du das Spiel dir einfach machen möchtest, Hydropi ist der Way to go. Und ist tatsächlich so. Also Hydropi, absolut geniales Pokémon, vom Design her auch. Also in jeder Entwicklungsstufe geil. Absolute Liebe. Was soll man dazu noch sagen? Für mich auch immer ein Teil des Teams gewesen. Also die beiden. Das waren so meine Feuer und Wasser Nummer 1. Und jetzt kommen wir zu meinem Pflanzen Nummer 1 in der vierten Generation. Ich denke mal, ich brauche es euch allen gar nicht mehr erzählen, warum Chillast mein absoluter King of All Time ist. Muss ich da kurz was zeigen? Für alle, die es immer noch nicht wussten, Chillast ist mein Favorite. Ja, und das wird sich niemals ändern. Ich liebe diese Gasschildkröte so unendlich über alles. Ich kann euch auch gar nicht beschreiben, wieso, weil für mich ist, also eigentlich kann ich es euch beschreiben, das werde ich jetzt auch tun. Chillast ist für mich der absolute Inbegriff meiner Kindheit. Bam, Diamant-Edition damals, zack, Chillast gepickt und einfach nur die beste Zeit meines Lebens gelebt. Ich glaube, es ist wirklich insane und ich verdanke diesem Pokémon oder generell dem Franchise-Pokémon, aber vor allem auch Chillast, so unendlich viel. Es ist einfach nur insane und ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass ich meinen Chillast von damals leider nicht mehr habe. Es ist halt quasi von mir gegangen. So gesehen kann man sagen, ist das ein Andenken daran. Aber Chillast ist für mich einer meiner liebsten. Es ist eigentlich einer meiner besten Freunde gewesen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Es ist einfach nur die absolute Liebe schlechthin. Ich glaube, mehr Liebe zu einem virtuellen Etwas konnte ich noch nie entwickeln. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass Chillast mich in diese Welt gebracht hat, in die Welt der Pokémon und ich damit so viele schöne und positive Erfahrungen gemacht habe. Ja, so viel dazu, ne? Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Kommen wir doch zu einem weiteren Starter der vierten Generation, und zwar ist das Panflam. Und Panflam, muss man ja sagen, ist schon auch ziemlich nice, ne? Es ist ein brennender Feueraffe, sehr, sehr hibbelig und entwickelt sich zu so einem goddamn genialen Affenkönig, also Panferno. Holy fuck, ich habe Panferno auch schon sehr, sehr oft in Ligen gedraftet. Es ist so insane, wie viel Value dieses Pokémon hat, ne? Sowohl physische Natur als auch mit Tempui oder eben Tarnsteine legen, Sash. Du kannst speziell spielen, du kannst Strauchler draufpacken. Also die Coverage ist auch relativ gut gegeben bei dem Pokémon. Es ist so geil. Also, wer ein richtig geiles Starter-Pokémon haben möchte, der muss sich einfach nur Panflam gönnen und als Panferno wreckt es einfach alles weg. Es ist so insane. Für mich auch eines der absoluten Baba, awesome Pokémon. Ich würde nicht sagen absolut King, weil dafür ist diese ganz, ganz persönliche Note, diese subjektive Verbindung nicht so gegeben. Aber Panferno ist trotzdem, also Panflam, es ist so illegal, wie geil dieses Pokémon eigentlich ist, ne? Und ich habe es auch anfangs natürlich gehasst, als ich Chillas genommen habe, war ja Panflam für mich so mein ewiger Rivale. Aber irgendwann habe ich gemerkt, yo, es ist auch zu Recht einfach ein nices Pokémon. Dann haben wir Plinfa. Plinfa, ja, auch sehr speziell, fängt sehr, sehr süß an und wird dann auch zu so einem epischen Kaiserpinguin. Es ist so crazy. Also die vierte Gen hat ja meiner Meinung nach die besten Designs. Also dritte und vierte Gens zusammen, würde ich sagen, waren der High-Peak, was Starter angeht. Es gab zwar hin und wieder, es gab schon später auch nochmal richtig coole Starter-Pokémon, aber die sind nur ganz, ganz knapp an diese Gen rangekommen. Es war ja auch meine Era, deswegen, ne, ich sage ja, das ist so ein bisschen auch subjektive Meinung an der Stelle. Ja, Plinfa, sehr, sehr cute, sehr, sehr cool. Hat dann später den Stahltyp. Es ist einfach grundsolide. Hat zwar ein paar Schwächen und da und die Statuswerte sind zwar gut verteilt, die Coverage auch, aber es ist halt nicht mehr als nur grundsolide. Also es ist nie wirklich etwas gewesen, was wo komplett crazy abgegangen ist, wie jetzt eben so ein Panferno oder eben Chelterra als Bodentyp. Ne? Über Chelterra habe ich auch noch kaum was gesagt, aber Bodenpflanze bis heute einzigartig, absolut genial. Ich hoffe, das bleibt für immer so.
Ja, Wasserstahl auch, ich glaube, naja, fast einzigartig. Es gibt ein legendäres Pokémon, das hat die Kombi, aber ansonsten dürfte das eigentlich unter den normalen Pokémon sehr einzigartig sein. Ich glaube, dass das auch einfach nur ein Awesome Starter ist. Ich würde es fast, also auf jeden Fall über Shiggy setzen. Für mich persönlich. Ich glaube, ich würde es hier hinsetzen. Genau. Gewaldo finde ich immer noch ein bisschen besser, aber ich finde, Plinthar ist geiler als Glumanda. Und ja, so kann man das, glaube ich, stehen lassen. Empoleon, absolut insane, gutes Pokémon. Masse auch nicht viel falsch mit. So, jetzt kommen wir zum Mittelpunkt der Generation. Und zwar ist das die fünfte Generation. Wir haben hier Serpifeu. Und ich muss sagen, ich wollte am Anfang eigentlich Serpifeu nehmen. Dann habe ich aber gemerkt, dass es irgendwie doch eher ein Pokémon ist für meinen Kumpel Andy damals. Mit dem habe ich ja sehr, sehr oft Pokémon im Rivalenstadium gespielt. Also er und ich waren immer so Rivalen. Und ja, er war sowieso so ein Typ, der Reptilien-Pokémon genommen hat, ne? So wie bei Kanimani, hat er sich dann für Serpifeu entschieden. Und ich selber habe Serpifeu sehr, sehr lange so ein bisschen ignoriert. Muss aber sagen, in so einem Challenge-Run später, in Schwarz und Weiß 2 oder so, wo ich Serpifeu genommen habe, hat es mich absolut überzeugt. Es ist ein sehr, sehr geniales Pokémon, sehr schnell auch, hat relativ gute Werte, was Defensive und auch Offensive angeht. Also es ist ein guter Allrounder, aber vor allem ist es schnell. Und ich finde, Serbroyal ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Hätte meiner Meinung nach auch eine Mega-Entwicklung verdient. So in Richtung Elektro vielleicht. Oder so in Richtung, weiß ich nicht, Drache ein bisschen vielleicht. Aber Elektro wäre sehr, sehr geil. Also so ein Elektro-Serbifeu fände ich schon ziemlich cool, glaube ich. Elektropflanze wäre mal was Einzigartiges. Ich mag Serbroyal. Ist ein sehr, sehr gutes Pokémon. Für mich auch auf so einer Rivalenstufe. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt awesome ist, weil dafür kann es nicht so viel. Es ist sehr, sehr limitiert. Ne? Umkehrung Blättersturm ist so der Klassiker, was man damit macht. Hat jetzt auch nicht die allergrößte Coverage, leider. Also zumindest von dem, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob es in der neueren Gens mehr ist. Auf jeden Fall. Aber Serbroyal ist sehr, sehr gut. Und kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Dann Floink, der dritte Feuerkampf-Starter in der Reihenfolge. Also viele haben ja Flamberex so ein bisschen gehatet, eben weil es wieder ein Kampf-Pokémon geworden ist. Ich bin auch der Meinung, man hätte vielleicht Boden drauf tun können, ne? Feuerboden. Es passt zu so einem Sumo-Ringer kräftigen Schweinekoloss, hätte das auch gepasst. Also der Kampftyp musste nicht unbedingt sein. Vor allem, weil Zumpex und Mega-Zumpex haben den auch nicht bekommen. Naja, auf jeden Fall mag ich Floink, es ist super cute. Ich fand Ferkugel bisschen weird und gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber habe mich sehr, sehr schnell damit angefreundet. Auch vor allem durch den Anime, den ich da parallel sogar ein bisschen geguckt habe. Und Flamerax ist einfach nur damn awesome. Also für mich ist es auch einfach ein awesome Pokémon. Ich persönlich mag die Flamerax-Reihe ein bisschen mehr als die Logik-Reihe, auch wenn Logik die Mega-Entwicklung hat. Aber für mich ist das so Mainstream geworden, dass ich Flamerax schon ein bisschen mehr abgewinnen konnte. Und ich glaube, ich würde es sogar über Turtok setzen. Aber über Glurak ist sehr, sehr schwierig, weil selbst ich habe Mega Glurak Y sehr, sehr lieben gelernt. Und Mega Glurak X ist einfach die Vollendung der Perfektion. Also das, was sich Fans schon immer gewünscht haben. Und da kommt so ein Flamerax nicht ran. Aber persönliche Meinung muss ich schon sagen, dass ich das besser finde. Also vor allem jetzt die Basisform. Wir reden ja hauptsächlich über die Basisformen. Die anderen Formen werden natürlich mit einberechnet. Aber ich finde, Floink finde ich irgendwie ansprechender, süßer und cooler als jetzt so ein Glumanda. Ja, doch. Muss ich schon an der Stelle sagen, dass ich da so ein bisschen out of norm bin, glaube ich. Dann kommen wir zu Otero. Und Otero, sehr, sehr schwieriger Fall. Ich fand Otero immer ein bisschen nervig, ein bisschen weird. Und hat sich als Zwotronen zwar richtig cool entwickelt, aber bei Abmurai wieder so ein bisschen Downgrade. Abmurai hat auch keinen zweiten Typen, was ich sehr, sehr schade finde. Es soll eigentlich so eine Art Samurai sein, in Wasserform. Physische Attacken hat es zwar ein paar, aber es ist sehr eingeschränkt. Ja, ich bin mit Abmurai leider nie warm geworden. Ich finde, es ist wahrscheinlich ein gutes Pokémon per se. Ich persönlich finde es aber eher meh und ich würde sogar echt sagen, nee, ein bisschen besser ist es schon als Meganie, leider. Aber Meganie ist halt cute, ne? Nee, eigentlich, also, nee, Endivia hat für mich viel mehr Nostalgiefaktor als Otero, deswegen, ja, ich glaube, Otero ist für mich einfach nur bad. Es ist leider ein sehr, sehr schlecht designtes Starter-Pokémon. Es ist zwar süß in gewisser Weise. Aber ich find's bad. Ich will nicht. Also, irgendwie sagt mir, ich muss das da reinsetzen. Ist vielleicht zu hart.
Vielleicht ändere ich das am Ende nochmal, aber ja, ich finde Otto bad. Es ist leider so. Auch wenn es coole Momente hat, so, aber es konnte mich nie wirklich überzeugen. Und ich glaube fest, dass die Entwickler da leider einen Fehler gemacht haben. Die haben so viel Potenzial verschwendet und das finde ich sehr, sehr schade. Das hat die fünfte Gen nicht verdient. Klar, die beiden Starter sind jetzt auch bei Far nicht perfekt, aber doch irgendwie meiner Meinung nach viel, viel besser als Otteru. Und ich muss ehrlich auch sagen, ich vergesse manchmal Otteru. Wir haben ja jetzt in der Legends Arceus-Reihe haben wir doch jetzt Feurigel, Bautz und wen noch? Haben wir da Otteru bekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hä? Moment, jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Admurai Hisui-Form. Ah ja, Unlichttyp. Ja. Ist ganz cool. Es hat sich basically kaum verändert. Da finde ich Tanuktu und Silvaro deutlich besser von der Veränderung her, glaube ich. Aber immerhin hat es hier in zwei Typen. Unlicht ist zwar nicht der Typ, dem ich ihn jetzt gegeben hätte. Aber es passt schon so ein bisschen. Also ich finde es okay. Ich würde sagen, ich würde es damit auf mehr setzen und nicht mehr auf bad, weil es hat jetzt immerhin irgendwas bekommen. Aber es ist halt immer noch, es ist eigentlich immer noch bad. Aber Wasserundicht ist ein cooler Typ an sich, nur gibt es den leider schon sehr häufig. Ja, lassen wir es mal auf mehr. Ich muss sagen, gefällt mir trotzdem ein bisschen weniger als Megane, auch wenn Megane ironischerweise nicht so viel hat. Aber da ist einfach der Nostalgiefaktor noch ein bisschen drin. Und der ist bei Otteru so gar nicht dabei. Ich glaube, ich müsste echt mal einen Challenge Run damit machen, um mich selber zu überzeugen. Weil ich glaube, es ist auch eines der wenigen Pokémon, wo ich gar nicht. Also, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie sich das anfühlen muss, aber ich habe da keine praktische Erfahrung dazu tatsächlich. Im Vergleich zu den anderen Pokémon, da hatte ich ja immer irgendwo ein bisschen Erfahrung, aber hier tatsächlich nicht so. Ja, müssen wir jetzt mal erstmal so abhaken. Kommen wir nun zur sechsten Generation und da fangen wir an mit dem Pflanzenstarter Igamaro. Und Alter, ich habe mich direkt in Igamaro verliebt. Das ist ein so cooler Zweibeiner Pflanzen-Pokémon. So ein bisschen was von Gekkabor, aber eher so in diese süße, verspielte Richtung wie jetzt so ein Kanimani. So eine Mischung aus den beiden. Und ich muss sagen, ich finde das übel geil, dass in der sechsten Gen die Thematik RPG, also vor allem die Klassen, die man in RPG hat, als Vorbild für die Endentwicklung genommen hat. Igamaro wird später zu diesem defensiven Krieger, Tank, Paladin, ne, den man ja so nach vorne stellt, der so ein gutes Schutzschild hat. Und ich finde das Design von, ich glaube, Brigaron, hab ich gerade gesagt, gell? Das Design von Brigaron finde ich okay. Es ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig gewesen, habe mich aber nach und nach damit angefreundet. Pflanzekampf war auch, hätte eigentlich Stahl sein müssen, meiner Meinung nach, aber ich finde es okay. Also Kampf passt trotzdem noch ganz gut. Hat leider viel vor Schwäche Flug, finde ich ein bisschen wack so. Aber ich bin ehrlich, ich mag Igamaro. Es ist eine sehr, sehr gute Entwicklungslinie. Sehr, sehr coole Pokémon-Reihe. Ich glaube aber, dass ich jetzt ein bisschen. Ah ne, ich habe es gerade mit Gekkabor verwechselt, lol. Doch, ich finde es besser als Serbi Royal. Weil ich mit Igamaro schon auch mehr nostalgische Erfahrungen habe in der sechsten Gen. Vor allem hat Igamaro relativ früh gute Coverage, ne? Mit Nadelrakete, Biss und Walzer. Das ist schon heftig. Damit kannst du sehr, sehr viel effektiv treffen. Ja, ihr mag Igamaro. Sehr, sehr solides Pokémon. Ich würde nicht sagen, dass es awesome ist. Ich würde aber sagen, dass es ein gutes Design ist. Ich persönlich. Das ist eine subjektive Meinung. Ich glaube, die meisten würden es auf mehr setzen. Kann ich auch nachvollziehen. Da sind einige Punkte, die man hätte verbessern oder anders machen können bei Igamaro. Es ist von den dreien, glaube ich, wahrscheinlich auch echt der schlechteste von denen. Ähnlicher Fall wie bei Indivier. Aber ich muss einfach sagen, dass ich Igamaro wirklich lieben gelernt habe. Und es ist für mich ein so cooler Starter. Vor allem die Basisform, weil die Weiterentwicklungen bauen ja so ein bisschen ab. Dann kommen wir zu Fynx. Und OMG. Fynx fand ich am Anfang sehr, sehr cute. Aber als ich die Entwicklungen gesehen habe, vor allem die Endentwicklungen, ich habe es ja so des Todes weggehatet. Also wenn ihr euch mein Starter-Video anschaut, es wird relativ weit unten sein. Mittlerweile muss ich aber sagen, Feuerpsycho. Phainaxis hat die besten Statuswerte. Ich glaube sogar besser als Zumpex. Vielleicht sogar gleich gut mit Zumpex. Absolut illegal eigentlich. Hat eine sehr hohe Speed. Relativ solide Verteidigungswerte und einen hohen Spezialangriffswert. Es ist quasi der Magier der Truppe. Und ich finde Phainaxis so, so geil. Also es ist wirklich ein cooles Pokémon. Also meine Meinung zu dem Pokémon hat sich so geändert wie zu fast keinem anderen Pokémon.
Und finde es absolut süß, so cute, so episch auch. Und vor allem bei Serena, ne, im Anime, es ist. Da muss ich immer an Serena denken. Und Serena ist für mich auch einer der liebsten Anime-Protagonisten, schrägstrich Freundinnen von Ash. Also halt, you know what I mean? Einer der für mich coolsten, wichtigen Personen. So. Und daran erinnert mich Fünx halt auch. Und ich mag Fünx. Sehr, sehr solide, sehr, sehr nice. Habe auch schon ein, zwei Mal gespielt. Also fühlt sich sehr, sehr cool an, das zu spielen. Wie gesagt, das ist das Typische. Man hat ein Feuer-Pokémon im Team. Das gibt einem schon viel, weil den Typ Feuer kriegst du ja sonst nicht so häufig. Und ja, ich muss sagen, dass ich Fünx sehr, sehr awesome finde. Ja, aber das würde ja heißen, dass ich es über Igamaro setze, ne? Das kann ich ja irgendwie nicht machen. Es ist sehr, sehr awesome. Ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach mal so einen Mittelwert aus meiner früheren Meinung, wo ich gesagt habe, dass es mehr ist, und der jetzigen Meinung, dass es awesome ist, und setze es auf gut. Immer noch hinter Igamaro, weil das ist für mich einfach mehr, oder es ist für mich passender, es passt mehr zu mir selbst. Diese defensive, aber auch kämpferische, beschützende Art, diese supportive Art. Und dieser aggressive oder kluge Magier-Style, der passt eigentlich auch zu mir. Also ich muss sagen, ich finde beides sehr, sehr nice. Ich glaube, in irgendeinem anderen Leben, das nicht allzu weit entfernt ist von meinem, hätte ich wahrscheinlich Fünx genommen. Aber ich kann es nicht über Igamaro setzen. Das kann ich Igamaro per se nicht antun. Das finde ich, ich würde die beiden auf eine Stufe setzen. Ne, hier haben wir absolut süß und genial. Und hier haben wir einfach nur sehr, sehr geil und witzig. Ja, kommt so auf eine Stufe von den beiden. Jetzt, um die mal gegeneinander zu messen. Dann haben wir Froakie. Wie heißt denn die nochmal auf Deutsch? Froxy? Ja, Froxy, genau. Richtig cooles Pokémon. Am Anfang sehr unscheinbar so ein bisschen. Aber ne, die Entwicklungen Amphizel und Quajutsu ballern insane. Quajutsu Wasserunlicht, hat dann noch die Wandlungskunst gehabt, ist Turbo OP gewesen mit Ash Quajutsu Giga Beyond Broken. Hab schon auch. Für mich ist das immer ein Pokémon, gegen das ich spielen musste, und nie eins gewesen, mit dem ich selber spielen konnte. Ich kam auch nie wirklich so richtig klar mit dem Mon, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr geniales Pokémon. Ja, ich muss so machen, glaube ich. Ich komme da nicht drum rum. Igamaro ist leider. Es ist schon schwierig, ne? Ich glaube, Igamaro habe ich in letzter Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also es ist mir doch ein bisschen in letzter Zeit abhanden gekommen. Muss sagen, haben mich die beiden doch ein bisschen mehr angesprochen. Wobei, das ist ja auch eher so ein Mainstream-Ding. Ich glaube, dass ich mit Phoenixes, Achtung Virtuk, sehr warm geworden bin. Muss ich hier drüber setzen, ne? Ich finde es nämlich auch cooler als Logo, to be honest. Cooler als Schiller. Eigentlich muss ich so machen. So. Ja, da kommt es nicht ran. Flamirex ist für mich Bay. Ja. Migamaro vielleicht besser als Toto? Ja, besser als Dings. Vielleicht. Ich finde es auch cooler als Glumanda. Vielleicht muss ich die drei nach unten setzen. Aber das kommt denen hier so gar nicht zugute. Das ist jetzt sehr schwierig. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Wir haben sehr viele awesome Starter, muss man sagen. Ich glaube, man kann Shigi auf gut setzen. Ja. Die beiden sind eh Beyond Broken gewesen. Ich glaube, so kann man das. Das ist ja keine generelle Meinung, sondern meine subjektive Meinung. Das muss man immer wieder betonen. Ich glaube, dass das eigentlich alles gut. Die wurden ordentlich. Also, da wurde ordentlich auch die Adrenalinspitze reingedrückt, muss man auch mal ehrlich sagen. Deswegen darf man sich da nicht. Wenn man jetzt nur die drei Basis nehmen würde, Glurak, Quajutsu, fände ich Quajutsu cooler, aber die Adrenalinspritze kickt halt rein. Und hier Logok, fände ich Logok, glaube ich, na, nicht so cool wie Quajutsu. Das ist schon schwierig, das ist schon sehr schwierig. Ich glaube, ich lasse das mal kurz so stehen.
Ja. Dann kommen wir zur. Wir müssen es so machen. Kommen wir zur sechsten, nee, Quatsch, zur siebten Generation schon. Und da haben wir Bautz. Und Bautz. Ich liebe Bautz. Es ist wirklich. Ich habe Bautz genommen als Starter und musste weinen. Ja. Das ist ein Gefühl gewesen, wie ich seit Chillast lange nicht mehr hatte. Drei Generationen, das sind, keine Ahnung, fast 10 Jahre gewesen. Okay, jetzt übertreibe ich kurz. Nee, es waren 10 Jahre. 2017. Es waren circa 10 Jahre. So, es waren schon lange Zeit auf jeden Fall. Zwischen Chillast und Bautz. Und ja, ich liebe Bautz. Es ist ein absoluter Gott, absoluter King. Ich würde es, glaube ich, sogar über den beiden setzen. Es kommt nicht an Bisaflor ran, weil Arboretos und Silvaro sind. Also Arboretos ist Quatsch. Aber Silvaro ist sehr, sehr geil, der Geisttyp. Fand ich lange Zeit sehr, sehr unnötig, weil ich mir gewünscht hätte, dass es ein Pflanze-Flug-Pokémon bleibt. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, Pflanze, Geist, sehr, sehr genial umgesetzt mit Silvaro. Absolut genialer Robin Hood-Style. Hat richtig coole Attacken. Hat relativ solide Werte. Hat auch eine recht gute Usage. Ist jetzt natürlich kein High-Tier-Pokémon oder so, von den Statuswert oder vom Gesamtpaket her, competitive gesehen. Aber ich liebe Silvaro und den Williams-Line, vor allem mit Bautz. Und für mich wird das ein absolut King-Pokémon bleiben. Immer Top-Tier, weil das endlich mal Pflanzenstarter wieder richtig cool gemacht hat und viele Leute haben das auch gesehen, dass es auch coole Pflanzenstarter geben kann, mit vor allem mit Bautz. Und ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Es ist auf jeden Fall auf einer Stufe mit den dreien. Und nur die beiden stehen so ein bisschen drüber. Ja, ich würde sagen, das sind die absoluten Kings. Und ja, Bautz, bester Starter der siebten Gen. Kann mir keiner was anderes erzählen. dann haben wir Flamiau. Anfangs auch. Übel weggehatet habe ich dieses Viech, auch wenn die Farben richtig geil sind, aber Fuegro, zweibeinige Katze, oh mein Gott, Feuer und Licht, schwierig. Gut, dass man da keinen Feuerkampf gemacht hat, weil es sieht halt aus wie ein Feuerkampf-Pokémon, aber es ist gut, dass es keins ist. Aber ich muss sagen, Fuegro ist schon ziemlich cool im Laufe der Zeit geworden, also hat mich dann doch ein bisschen überzeugt. War sehr stylisch, es ist ein Pokémon mit Stil und Klasse. Flammiau. Jetzt dieses Artwork hier gefällt mir sehr. Dieses grimmige Artwork fand ich nie so geil, aber das hier finde ich schon ganz cool. Ich würde sagen, dass Flammiau es schon verdient hat, ein guter Starter zu sein. Ich würde es wahrscheinlich hier hinsetzen. Finde ich besser als jetzt die Turtok-Line, die Shiggy-Line, weil es ein bisschen innovativer und kreativer ist. Ich finde es aber, glaube ich, nicht so nice wie die Logo-Line, weil die Logo-Line schon sehr, sehr episch ist. Da schon eine deutliche Diskrepanz zwischen steckt. Also man könnte hier jetzt nochmal die aufsplitten, ne, die drei, ne, die vier, dann die zwei, dann würden die drei kommen und dann die vier. Wobei, ne, das würde ich noch nach oben setzen und die kommen eher nach unten. Aber ich kann nicht so krass splitten, weil das wäre auch ein bisschen weird, oder? Ne, lassen wir das einfach mal so. Genau. Dann haben wir Popplio, glaube ich. Also, ich setze das Popplio erstmal auf Bad. Ich fand es am Anfang sehr, sehr bad. Marikek ist absolut giga-cringe gewesen. Wie sich dieses Pokémon, das ja eigentlich so ein bisschen eher männlich aussieht, zu einem sehr, sehr femininen Pokémon entwickelt hat, fand ich ein bisschen weird. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Muss aber sagen, dass Primarine schon ein sehr, sehr nicer Starter ist. Primarine hat genau das, was Meganie nie bekommen hat. Und zwar den Feentypen. Und auch eine Identität. Ne? Es ist tanky, kann aber gleichzeitig sehr, sehr gut speziell austeilen. Und für mich ist Primarine einfach ein gutes Pokémon. Popplio somit auch. Auch wenn ich trotzdem nicht warm werde damit. Das ist ein Pokémon, wo ich sage, okay, wenn andere Leute es spielen und cool finden, have absolutely fine with it. But I don't have. Ne? Ich kann nicht. Es ist wirklich. Ich kann mich damit null identifizieren. Aber es kann leider mehr als die beiden, meiner Meinung nach. Und deswegen muss ich es hier oben drüber setzen. Ist in der deutliche, ein deutlicher. Da ist einfach zu viel Gap. Dann kommen wir zur aktuellen achten Generation. Mit Grookey, beziehungsweise Chimpep.
Genau. Chimpep, ähnliches Gefühl wie bei Bouts. Absolute Liebe. Es ist so ein cooles Pokémon. Es ist wirklich insane. Leider finde ich, dass die Entwicklungen sehr, sehr stark abnehmen. Also Chimpsticks fand ich sehr, sehr awkward. Ist auch heller geworden. Fand ich irgendwie komisch. Und dann Gortrom ist wieder dunkler geworden. Also ich weiß nicht, was sie da sich dabei gedacht haben mit dem Farbchange. Gortrom, leider eine Sache haben sie verpasst in der 8. Gen, und zwar den Pokémon zwei Typen zu geben. Also hier kommt mein sogenannter Starterfluch oder mein Generationenfluch im Einsatz. Gen 2, Gen 5 und Gen 8 haben meiner Meinung nach insgesamt sehr, sehr schlechte oder potenzial verlorene, also sehr, sehr unpotenzielle Starter bekommen. Das heißt, wir haben alle drei Gens seit Gen 2 bäde Starter, also schlechte Starter. Und das werden wir wahrscheinlich in Gen 11 wieder so haben. Ne? Prediction geht jetzt schon raus. Ich hoffe nicht, aber mal schauen. Ja, Chimpep, eigentlich ein cooler Starter, aber leider fehlt dem Starter den zweiten Typ. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen muss ich sagen, kann ich es auf jeden Fall. Ich werde es höher bewerten, weil ich Chimpep gespielt habe und ich es sehr cool fand. Ich werde es höher bewerten als Shigi, aber ich glaube, ich kann es einfach nicht höher bewerten als Flamiao, weil Flamiao einfach viel mehr Identität hat. Es hat den Unlichttypen, es hat sehr, sehr gute Movepool, sehr, sehr gute Coverage, richtig cooles Pokémon. Was ich von Gordrom jetzt nicht unbedingt behaupten kann, klar, ich glaube, es ist competitive schon somehow viable und so, aber es fehlt einfach der Unlicht-Type. Ich weiß nicht, mich stört das irgendwie. Ich muss aber sagen, Gortrom ist ein geiles Pokémon. Nee, wir setzen es über Flamiao, weil ich habe da einfach mehr Bezug dazu gehabt. Aber Lo, also, ich muss hier, glaube ich, echt eine neue Spalte reinmachen. Kann das sein? Ja, solide. Und okay. Dann machen wir so, glaube ich. Dann haben wir hier okay, okayische Pokémon. Und meh. Und super bad. Aber super bad ist bis jetzt noch nicht viel drin. Eigentlich ist Indivia super bad. Ich glaube, so kann man das nehmen, ne? Ich finde Ottero schon sehr bad. Und Indivia leider auch. Das ist einfach so, wie ich es sehe. Ich bin da so ein Mensch, aber bei manchen Pokémon, ne, vor allem in positiver Weise, spricht eher mein Herz. Aber bei manchen Pokémon spricht halt mein Gehirn und sagt einfach, nee, das ist einfach bad. Da kann man auch nicht viel schönreden. Klar, subjektive Meinung, dies, das, aber die Fakten auf dem Tisch, die sind bad. Und das sehe ich leider genauso. Marikek, beziehungsweise Popplio würde ich als mehr bezeichnen. War eigentlich auch bad, ist jetzt ein bisschen aufgestiegen wegen Primarena, aber wir reden hier vor allem von den Basis-Pokémon. Da finde ich Popplio so gar nicht ansprechend. Also so ein bisschen. Es ist schon cute, aber man hätte, glaube ich, die Entwicklungen cooler designen können. Vielleicht, also es klingt jetzt doof zu sagen, wenn ich sage männlicher und nicht so feminin. Weil das passt nicht zu dem, was wir hier sehen. Wir sehen hier eine lustige, verspielte Seerobbe. Und später wird die einfach zu so einer Primadonna-Seerobbe. Das ergibt nicht so viel Sinn. Also, das ist so ein bisschen, da haben sie ein bisschen. Da hätten sie dieses Pokémon schon etwas feminin designen müssen, meiner Meinung nach. Also, dieses Popplio passt nicht in die Entwicklungsreihe von Marikek und Primarina. Und ich glaube, wenn sie Popplio etwas femininer designt hätten, würde ich es auch viel, viel cooler finden, weil es eben zu den anderen besser passen würde. Also mein Gehirn sagt einfach die ganze Zeit, Popplio ist Schmutz. Auch wenn es die Entwicklungen nicht sind. Ne? Und es tut mir auch jeden leid, es tut mir auch leid, wenn sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber so ist es einfach, wie ich das gerade sehe. So, ich laber wieder über den heißen Brei. Machen wir weiter mit Dings. Hoplo. Habe ich anfangs auch nicht so gefühlt, muss aber sagen, durch Pokémon Unite vor allem, finde ich. Diese Entwicklung sind richtig geil. Ich bin ja nicht so der größte Fußballfan, aber ich habe auch trotzdem Wilde Kerle und Teufelskicker geguckt. Und ja, irgendwie gibt mir das genau diese Vibe. Genau den ähnlichen Vibe zu Wilde Kerle und Teufelskicker. Und es ist ein richtiger Teufelskicker, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, es ist ein grundsolides Feuer-Pokémon. Ich mag das sehr. Ich finde es schade, dass es keinen Zweityp hat. Also man hätte hier den Typ normal easy dranhängen können. Oder von mir aus Elektro, ne? Elektro wäre richtig geil gewesen. So mit einem richtig krassen Elektro-Feuerball. Also Elektroball wäre ja übel der geile Move gewesen, den man ihm hätte geben können. Hat man leider nicht. Der Normal-Type auch nicht dabei, weil das passt so zu Fußball-Thematik. Finde ich sehr, sehr schade. Aber trotzdem ist das für mich ein sehr, sehr grundsolides Pokémon. Würde sagen, noch ein Tick schlechter als die Logoline. Aber es ist trotzdem. Ich finde es leider besser als Chimpep. Muss ich sagen, ich würde es zwar nicht selber spielen, aber ich finde es trotzdem cooler.
Ich will es eigentlich mal selber spielen. Das ist ja gerade das Ding. Also das Pokémon, da muss ich sagen, habe ich, glaube ich, zwar eine sehr, sehr gute Wahl gemacht mit Chimpep, aber rein von den Endstartern her hat mich Chimpep ein bisschen enttäuscht, während Liberlo mich ein bisschen mehr überzeugt hat. Und ich würde sagen, dass ich die beiden Starter gleich gerne habe. Deswegen müssen wir sagen, muss ich es, glaube ich, so setzen. Ja, vielleicht das ist auch nochmal grundsolide. Das ist leider nicht mehr grundsolide. Ja. Oder ist es grundsolide? Turtok ist eigentlich auch grundsolide. Genau, die beiden sind es nicht. Ja. Das passt gut. Das passt sehr gut. Ja, doch, doch. Da bin ich fein mit. Genau. Und dann haben wir noch Memmion. Ich finde Memmion leider nicht so überzeugend. Inteleon ein bisschen zu schmal, ein bisschen zu dürre. Da hätte ich mir auch den Psychotyp gern gewünscht oder den Geisttyp. Hab mir auch schon gedacht, wegen dem Trailer, dass es ein Geisttyp wird. Ne, hier habe ich gesagt, Pflanze Unlicht, Feuer Elektro wäre geil gewesen und oder Pflanze Gestein wäre auch cool, weil es so Neandertaler-mäßig ist. Also Pflanze Gestein wäre absolut Baba gewesen, glaube ich. Dann Feuer Elektro und Wasser Geist. Haben leider nichts davon gekriegt, nicht mal ansatzweise einen Doppeltypen. Deswegen hat Memmion mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich würde fast sagen, es ist meh, aber es ist schon von den Statuswerten her solide, also solide von den Statuswerten. Würde daher sagen, es ist okay als Pokémon. Für mich ist es auch so ein rivalenähnliches Ding wie bei Impagato, weil Niklas hat Memmion genommen und er mag das Pokémon anscheinend sehr und deswegen würde ich sagen, es ist doch einer Stufe mit den beiden. Ne, die beiden von Andy, das von Niklas. Das kommt so auf einen ähnlichen Vibe, auf einen ähnlichen Nenner. Und ich muss sagen, es gibt jetzt nicht so viel auszusetzen an Inteleon. Das, was es gibt, habe ich schon gesagt. Hat aber auch natürlich positive Aspekte. Und es ist nicht so komplett fehlgeleitet wie in Popplio und auch nicht im Grundkonzept so bad wie die beiden. Deswegen glaube ich, passt es schon hier hin. So, und dann kommen wir zur siebten. Nee, zur neunten Generation, was laber ich? Zur neunten Generation war die ganze Zeit falsch. Ich bin etwas getriggert, egal. Wir haben hier Sprigatito, beziehungsweise Felori. Dann haben wir. Wie heißt es nochmal? Ich wollte Verkugel sagen. The fuck? Krokel, genau. Und Quaxly. Ne? Quax auf Deutsch. Ja. Welches Pokémon werde ich in der Gen 9 spielen? Und da muss ich euch sagen, werde ich natürlich mich für Felori entscheiden. Ne, ihr wisst, ich liebe Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, man sieht es ein bisschen. Bei mir sind die Pflanzen-Pokémon sehr weit oben, die meisten. Und ich liebe Felori. Ich hoffe so sehr, dass es ein Vierbeiner bleibt. Und ich hoffe so sehr, dass es den Feentyp kriegt. Das wäre natürlich der absolute Niedergang für Indivia, muss man sagen, weil es ein weiblich orientiertes Pflanzen-Pokémon ist, was wir schon lange nicht mehr hatten. Und wenn das den Feentyp kriegt, absolut Baba. Ich bin sehr gespannt auf das Design. Das ist ja bis jetzt noch gar nichts draußen. Wahrscheinlich kommen die nächsten Tage oder so im Monat Oktober bestimmt ein paar Trailer, wo man vielleicht mal die zweite Entwicklungslinie sieht. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mag von dem jetzigen Standpunkt aus, mag ich Filori so gerne. Es ist für mich ein absolut awesome Design des Pflanzen-Pokémon. Ich kann es natürlich noch nicht auf Absolut King setzen. Dafür ist es einfach noch nicht ready genug. Aber vom Design her ist mir dieses Pokémon so zutraulich geworden. Es ist so ein cooles Design. Ich hoffe, dass es ein Lux wird. Ein Lux mit Fee oder Ice-Type. And I am so freaking happy. Ja, es könnte Anwärter sein für den Platz 3. Ja, oder vielleicht sogar Platz 2 nach Chillast. Weil das, stellt euch vor, das hier hätte so eine Ice-Type-Lux-Entwicklung. Lux ist mein Lieblingstiere. Es wäre absolut genial. Ich glaube, ich würde das sogar über den beiden Pflanzen setzen, aber es kommt auf jeden Fall zu den beiden Pflanzen, wenn es nicht komplett enttäuscht. Und da habe ich so viel Hoffnung auf dieses Pokémon und ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht. Bitte, Game Freak, bitte, don't do that to me, okay? Gebt mir einfach ein solides Pokémon und ich kann mich damit anfreunden und mich verlieben. Es darf nur nicht absolut hässlich und scheiße werden. Ja, so viel dazu. Dann Krogel. Ist ein Feuer-Pokémon und ich hoffe, dass es so auch Bodendrache in die Richtung wird. Vielleicht Geist somehow? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube Boden. Mal schauen. Vielleicht auch Monofeuer. Ich hoffe keine Monotypes. Bitte keine Monotypes. Monotypes sind echt scheiße. Bitte, bitte nicht. Musste mich auch lange anfreunden mit. Ich muss aber sagen, ich finde das Viech so witzig. Es ist ein absolut grundsolides Design. Ich finde das schon sehr, sehr cool und witzig.
Ich würde es, glaube ich, auf eine Stufe mit Igamaru setzen. Ich finde, dass das sehr, sehr viel Potenzial hat, ein sehr, sehr geniales Pokémon zu werden. Hoffe ich zumindest für alle, die dieses Pokémon nehmen wollen. Und ich will es vielleicht auch als zweite Option nehmen. Ne? Also sprich, nach Veluri wäre Krokel das, was ich nehmen wollen würde. Ja, ist sehr, sehr cool, das Design. Finde ich sehr, sehr geil. Hat so einen Kanimani-Vibe in Feuer. Kann man nichts mit falsch machen. Und dann haben wir Quacks. Auch grundsolides Pokémon, meiner Meinung nach. Also ich finde, die Starter der neuen Gen sind absolut überzeugend vom Außen her. Ich hoffe, dass das hier ein Unlicht-Type bekommt und nicht Flug bleibt. Wobei Wasserflug gab es als Starter noch nicht, wenn ich es so richtig sehe. Wäre aber ein bisschen boring, weil Wasserflug ist ein Typ, der sehr häufig im Spiel vorkommt. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was dieses Pokémon einzigartig macht, wenn es den Flug-Type hat. Oder eben, es hat den Unlicht-Type, weil es soll ja so ein bisschen piratenmäßig, könnte es in eine Richtung gehen. Das wäre sehr, sehr nice. Also für mich auch ein sehr grundsolides Design. Ich würde es jetzt einfach mal auf eine Stufe mit Flammiau setzen. Ja. Es ist etwas, was am Anfang so okayisch bis gut ist, aber es hat Potenzial und ich glaube, dass das ein sehr, sehr cooles Pokémon werden könnte. Das war's, meine Freunde. Das ist meine Tierliste zu den Starter-Pokémon so far, bevor wir die Entwicklung in der 9. Gen-Starter sehen. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, was denn euer Ranking wäre. Ihr könnt es mir gerne mit meiner Tierlist beschreiben, wenn ihr wollt. Oder einfach selber eure Tierliste schreiben. Vielleicht schreibt auch einfach nur eure liebsten und eure nicht so liebsten Starter in die Kommentare. Irgendwas würde mich auf jeden Fall freuen zu lesen. Können wir ein bisschen diskutieren, ein bisschen quatschen. Was haltet ihr von den neuen Startern? Welches werdet ihr picken? Und ja, schreibt es in die Kommentare. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und beim nächsten Stream. Schaltet wieder ein. Folgt mir. Haut rein. Bis dann und ciao.